Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, mit dem HD 4667 hat Philips einen tadellosen Wasserkocher auf den Markt gebracht. Leistung, ein Liter kaltes Wasser kocht in etwa 3 Minuten 20 Sekunden. Geräuschpegel, hält sich in Grenzen. Unser altes Gerät war aber wesentlich lauter, zu anderen modernen Geräten fehlt mir der Vergleich. Design, natürlich Geschmackssache, aber uns gefällt die dezente Edelstahloptik sehr gut. Dass er im Betrieb blau leuchtet, schaut anfangs nett aus, kommt aber bei Tageslicht nicht so zur Geltung und ist sowieso nur ein nettes und sinnfreies Gimmick. Handling. Zwei Sachen müssen klar sein, und mir scheint einigen anderen Rezensenten von Edelstahlkochern fehlt ein wenig Hausverstand. Doppelpunkt 1, Metall ist schwerer als Plastik. Demzufolge sind Edelstahlwasserkocher schwerer als Plastikgeräte. Aber selbst im gefüllten Zustand ist er dank ergonomischen Griff leicht tragbar. Und wer 3 Kilo nicht in einer Hand tragen kann, sollte ohne dies keinen Wasserkocher bedienen dürfen. Zweite, Metall leitet Wärme gut. Folglich wird die Außenhaut des Wasserkochers sehr heiß und sollte nicht angegriffen werden. Aber dafür gibt's ja den Plastikgriff. Der Wasserkocher bleibt auch noch nach Ausleeren des Wassers heiß, aber wer hält denn einen Wasserkocher so lange in der Hand? Noch dazu am Metall? Scheinbar einige Rezensenten hier. Der Deckel lässt sich bequem per Knopfdruck durch die den Wasserkocher haltende Hand öffnen, man braucht also nur eine Hand zum Befüllen des Wasserkochers. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.